Haben Sie denn was schon. Haben Sie denn schon was zu trinken gefunden? Ja, ich hätte gerne eine Flasche Wasser. Und welchen Essenswunsch darf ich Ihnen erfüllen? Ja, ich hätte gerne noch einen Weißwein dazu. Hätten Sie da was zu empfehlen? Wenn sich Fußballspieler ins Restaurant verirren, dann kommen sie normalerweise als Gäste. Wenn jedoch eine Kamera dabei ist, heißt das oft nichts Gutes. So auch für Timothy Tillman und Christian Matenia. Die beiden FCN-Spieler dürfen sich beim Clubpartner Novina Hotel mal in einer anderen Rolle probieren. Im Restaurant wartet gleich die erste Hürde auf Tillman. Servietten falten und Tisch eindecken. Heute war, denke ich, das Schwierigste, das Servietten falten. Also die Lilien haben mir da schon ein bisschen Kopfzerbrechen gebracht, aber ich glaube, ich habe es dann zum Schluss ganz gut hinbekommen. Ich muss mir mal die Lilie da angucken, das ist ja Wahnsinn. Hat er gut gemacht auf jeden Fall, ne? First try. Dann heißt es hereinspaziert und herzlich willkommen für den Ehrengast. Schönen guten Tag. Ein Tisch für eine Person bei Ihnen? Ja, bitte. Ich bin heute alleine, genau. Danke. Ah, super eingedeckt hier. Das ist die Getränkekarte. Und? Vielen Dank. Ah, ist sogar vom Essen, oder? Das ist die Karte, ja. Okay, danke. Hast du Wein ausgesucht oder was darf es denn zu trinken sein? Wie viel Wein tue ich denn da rein? Dank tatkräftiger Mithilfe klappt das Servieren der Getränke dann auch schon sehr gut. Die Getränke sind da. Das hier schon vielen, vielen auf. Dank. Da haben wir hier einmal für den Weißwein, bitte. Genau. Das hast du ja schon gelernt. Ne? Was ist das? Glas? Genau. Einmal mit Schwung. Mhm. Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant, auch mal in andere Bereiche reinzuschlüpfen. Ja, man sieht uns ja immer nur tagtäglich auf dem Trainingsplatz da ackern. Und ja, es war auf jeden Fall sehr interessant, auch mal in andere Berufszweige eben reinzuschauen. Und ja, es hat uns sehr gefallen. Ich spreche da auch für Timmy, dem hat es auch sehr gefallen. Und ja, es war ein sehr interessanter Tag heute. Wir haben heute einen sehr guten Eindruck hinter die Kulissen bekommen und haben gesehen, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt. Auch wenn wir jetzt dann, keine Ahnung, wenn jemand mal sagt, ach, das ist doch nur Tischdecken oder so. Und wenn du dann halt siehst, wie viel da eigentlich dahinter steckt, dann macht es, denke ich, schon mal. Ja, verändert das einfach deine Denkweise und deswegen fand ich das echt cool. Nach dem Essen muss dann auch Matenia mal kräftig zupacken. Beim Tellertragen rund ums Buffet. Genau. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt gehen wir einmal eine Runde. Sollen wir mal rund ums Buffet laufen? Bitte schön. Ach du Scheiße. Ach komm, gib Gas jetzt. Ja, Vorsicht, dass du in der Trittleiste nicht stolpern, ja. Bitte. Mhm. Genau. Gut. Überholt. Das sieht sehr gut aus. Top. Ja, sehr schön. Während drei Teller offenbar keine wirkliche Herausforderung darstellen, wird es mit vier Tellern schon etwas schwieriger. Mach mal deine Hand ein bisschen schräg. Schräg, damit der auf dem ablegt. So. Jetzt. Ja. Genau. Boah. So. Aber es sieht. Das ist okay, oder? Also oder? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, sieht gut aus. Ja. So, jetzt muss ich langsam die Teller weglegen, weil gleich gibt es einen Krampf im Daumen. Wir kooperieren schon seit längerem mit dem ersten FCN und zwar durch Bandenwerbung oder als Trainingslager Hotel extra für die Mannschaft. Das Novina Hotel Herzogenaurach war langjähriger Partner während Heimspielen. Und da haben wir immer die Jungs bei uns zu Gast gehabt. Weiter geht es in der Küche, wo die Jungs dafür sorgen müssen, dass die Teller nicht leer bleiben. Auf dem Speiseplan heute Spiegelei. Dabei machen die beiden eine gute Figur. Das kriege ich zu Hause nicht so hin. Aber das eine geht noch nicht so schön raus. Insbesondere Tillman zeigt sein Kochtalent. Stark. Ich bin der Herr der Pfannen. Da kann man schon mal stolz auf das Ergebnis sein. Na dann, Mahlzeit. Bei uns kann man drei verschiedene Ausbildungsberufe lernen. Das ist die Hotelfachfrau, Hotelfachmann, Restaurantfachmann und Restaurantfachfrau sowie Koch und Köchin. Die Ausbildung dauert 3 Jahre bei uns und wir freuen uns um jeden Quereinsteiger, um jeden, der Lust hat und auch teamfähig ist, der bei uns mitmachen möchte, auch mal so Eindrücke haben möchte, wie das mal der Club bei uns ist. Das ist ganz toll, das ist nie langweilig bei uns. Zum Abschluss muss sich dann Matenia am Empfang beweisen.
mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Tilman mein Name, ich hatte hier reserviert für eine Nacht. Ja, herzlich willkommen im Novena Hotel. Ich hoffe, Sie haben eine gute Anreise gehabt. Fangen wir mal neu an. Hallo. Tilman mein Name, ich hatte reserviert für eine Nacht. Ja, herzlich willkommen hier im Novena Hotel. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise gehabt. Wir haben natürlich alles schon für Sie vorbereitet. Sie müssten hier die Meldebescheinigung bitte ausfüllen. Einmal Name, Adresse, Nationalität und dann einfach unterschreiben. Und ja, dann werde ich alles hier mal checken. So, da haben wir schon mal die Zimmerkarte. Machen wir einen ganz einfachen Tausch. Vielen Dank. Sehr gerne, angenehmen Aufenthalt. Danke. Ja, wenn wir natürlich in den Hotels zu Gast sind, dann sieht man das natürlich nicht so, was da für eine Arbeit hinten dran steckt. Und ja, ich glaube, das hat uns jetzt beiden wirklich ja, sehr viel gezeigt, was da hinten dran steht. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, Chris und ich haben viele neue Eindrücke gewonnen. Und ja, ich glaube, das hilft einem einfach, auch ein bisschen einfach geerdet zu bleiben, nicht immer nur den Fußball dann auch im Kopf zu haben, sondern auch mal zu sehen, wie es halt ist, wie andere Leute arbeiten und sowas. Und ja, ich fand es auf jeden Fall echt cool. Egal ob Restaurant, Küche oder Empfang, für eine zweite Karriere wären die beiden jedenfalls bestens gerüstet.